Ja, der Traumjob eines so manchen deutschen Autofahrers. Ja, wer hat es nicht schon mitbekommen, beziehungsweise wer ist nicht mal in der Verlegenheit, sagen wir es mal so rum, und muss sich einen neuen Job suchen, beziehungsweise guckt immer mal so, was gibt es denn Interessantes Neues, auch so in der Elektromobilität und wo könnte man da vielleicht sogar einen Job draus machen. Und ja, ich bin gerade mal wieder auf eine Annonce gestoßen, die ja, traumhaft ist. Und zwar lautet die Überschrift Testfahrer für Elektroautos gesucht. Ja, und darunter verbirgt sich dann auch das Outfit oder das Outlet, wie sagt man das jetzt noch, das Logo vom Stern. Ihr kennt ja das Magazin und das hört sich ja schon mal äußerst interessant an. Nur irgendwann im Laufe des Textes habe ich so gedacht, irgendwas haut da nicht so ganz hin. Es ist aufgemacht, man kann es halt im Internet immer noch finden. Ich habe dann auch mal gesehen, diese Seite wurde irgendwie 2019, Quatsch, 2017 ins Leben gerufen. Die ist bestimmt noch gewinnbringend aktiv, aber dazu komme ich gleich noch. Wie gesagt, Traumjob, Testfahrer für Elektroautos. Und hier heißt es so schön, wie fährt sich ein Elektroauto? Wie weit komme ich damit? Wo stehen die Ladesäulen zum Stromtanken bereit? Um allen Interessierten bundesweit Antwort auf diese und ähnliche Fragen zu liefern, möchten wir eine App mit ihren Daten füttern. Ja, okay, hört sich ja noch ganz toll an. Aber jetzt kommt der Hammer, wo ein Mathematikgenie der ersten Klasse schon sagt, es haut irgendwo nicht hin. Dazu werden 12 Monate bundesweit 50 Testfahrer pro Postleitzahlengebiet für Elektroautos gesucht, um die umweltfreundliche Mobilität im Alltag zu testen. Und jetzt kommt es. Interessierte können sich über diese Webseite für den Praxistest anmelden. Als Tester erhalten Sie in dieser Zeit ein Elektroauto, von den verschiedenen Marken bereitstehen und Zugang zu den allen öffentlichen Ladesäulen. Ihr Strom ist selbstverständlich gratis. Ja. Ihr Job als Testfahrer. Fahren Sie Ihre üblichen und gerne auch zusätzliche Strecken. Keine Kilometerbegrenzung. Und bedienen Sie nachträglich einmal pro Monat unseren Fragebogen zu Ihren gefahrenen Streckenkilometern online. So, und jetzt kommt halt die ganze Auflistung, wo spätestens da schon klar sein müsste, da stimmt irgendwas nicht. Und da heißt es denn so schön, Sie sparen eigene Kosten für ein Fahrzeug, Sie haben keine Versicherungskosten, Sie haben keine Werkstattkosten, Sie haben keine Kosten an den Ladesäulen, Sie haben keine Kosten für Winter- und/oder Sommerreifen. Ja, jetzt kommen noch die Anforderungen, die sind natürlich ganz wichtig. Mindestens 20 Jahre alt, mindestens ein Jahr im Besitz eines Pkw-Führerscheins. Eine tägliche Fahrstrecke von mindestens 5 Kilometer zum Arbeits- oder Ausbildungsplatz. Das ist auch toll. Also Azubis können hier übrigens auch mitmachen, ja. Rentner oder Frührentner, also geht halt beides, ne? Sollten mindestens 50 Kilometer Wegstrecke pro Woche fahren. Ein Wohnsitz in Deutschland, geringste Testzeit ist 3 Monate. Also ihr kriegt ihn 12 Monate lang. Wer würde nicht 12 Monate lang ein Auto haben wollen, wenn das für umsonst kriegt? Ne? Nur Fahrten innerhalb Deutschlands. Ja, schade. Ja, man kann sich halt hier jetzt bewerben und hier kommt jetzt der nächste Knaller. Die Bewerbung wird ausschließlich durch den Vertrieb von gratis Leseproben finanziert. Unsere optionalen Vertragsgeschenke an Sie. Wir schenken jedem Bewerber einen unvergesslichen Kurzurlaub. Ja, vielleicht baut mir jetzt noch irgendwie einer eine Villa. Das Ganze halt unter den Namenslogo Stern. Also Stern, das Magazin, wie gesagt, nicht der Stern am Himmel.
Und ich bin ja nicht doof, ne? Ich habe da mal nachgefragt beim Stern und habe dann halt zur Antwort bekommen, wo habe ich denn die Antwort überhaupt hier? Ja, da benutzt jemand illegalerweise unser Logo. Der Fall liegt bereits unserer Rechtsabteilung vor. Mit herzlichen Grüßen. Ja, das habe ich mir aber auch schon gedacht, wo ich mir es durchgelesen habe. Übrigens, wenn man auf diese Seite weitergeht und das da anklickt, dann kommen hier halt so die ganzen Dinger, die man da anklicken kann. Widerrufsbelehrung und ich habe gar nicht alles ausgedrückt. Da muss man seinen Namen, seine ganzen Daten da eingeben. Ja, sie möchten gerne das Vertrauensgeschenk haben, einen Reisegutschein, drei Übernachtungen für zwei Personen erhalten. Mir ist bekannt, dass ich die Kosten der An- und Abreise selber zu tragen habe. Ah, ja, das ist ja auch schon mal interessant. So, ja, dann wollen Sie das heutige Datum, Postleitzahl, wo man herkommt, so die ganzen Daten haben und dann kann man das absenden. Ich wage an dieser Stelle zu bezweifeln, dass man da überhaupt irgendetwas kriegt, außer vielleicht einen Briefkasten voller Werbung und Anrufbeantworter wird wahrscheinlich die Flagge hissen und sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf, so viel Mist, wie da drauf gequatscht wird. Ganz klarer Fall, Finger weg. Das Ding ist, wie gesagt, schon über ein Jahr alt. Ich bin der Meinung, ich habe das sogar schon vorher mal gesehen, aber ist ja egal. Solltet ihr irgendwo drüber stolpern, der Traumjob, Testwagen oder Testfahrer für Elektroautos gesucht und dann mit dem Logo des Sterns darunter. Kauft euch lieber den Stern, also die Illustrierte, oder guckt die Sendung im Fernsehen. Da habt ihr viel mehr von, als wenn ihr hier auch nur einen einzigen Klick drauf macht oder irgendwelche Daten eingibt. Da kommt ihr nur in Schwulitäten, sage ich mal. Das Ding ist nicht legal. Das soll es gewesen sein. Solltet ihr mal eine legale Testfahrt machen wollen, dann empfehle ich euch einfach mal, geht doch mal zu euren Vertragshändler oder einen Händler eures Vertrauens sozusagen, der Elektroautos anbietet und fragt doch mal, ob ihr da mal eine Probefahrt machen könnt. Einige Hersteller sagen sogar, ihr könnt das Auto für ein Wochenende haben oder auch mal für ein, zwei Tage mitnehmen. Und andernfalls, wenn ihr es wirklich länger testen wollt, es gibt mittlerweile Automobil- oder Autovermietungen, die reine Elektroautos vermieten und da kann man sich dann halt auch mal für einen Urlaub oder für eine Woche, wie auch immer, ein Auto mieten. Das ist sicherer wie dieses komische Teil hier. Wie gesagt, kauft euch den Stern, lest ihn, aber fallt nicht auf diese komische Anzeige rein, womit der Stern nichts zu tun hat. Also dann, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, aber bevor ihr jetzt wegklickt, da unten dürft ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Ihr dürft da hinterher auch aufs Glöckchen drücken, damit ihr ja keine Sendung verpasst. Und da unten dürft ihr dann noch einen Daumen rauf da lassen für diese wunderbare Sendung mit diesem tollen Moderator. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, wie auch immer und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.